Und weiter geht's mit der zweiten Mission der Asien-Kampagne, die Grenze der Belastbarkeit. Nachdem der Traum von der Kolonisierung anderer Welten jetzt zur Realität geworden ist, hat ein weltweiter Wettlauf um Erkundung, Kolonisierung und Ausbeutung der Mineralvorkommen anderer Planeten begonnen. Die VFAR muss feststellen, dass sie sich bei der anhaltenden Bevölkerungsexplosion und den zur Neige gehenden Bodenschätzen nicht mehr selbst ernähren kann. Die Föderation hat gewaltige Mittel in ihr Weltraumprogramm gepumpt, das erdformende und Überlichtgeschwindigkeitstechnologien umfasst, die mit Bodenschätzen beladene Frachtschiffe vom Mars zur Erde bringen können. Diese wirtschaftlichen Ausgaben belasten die Lebensqualität in Südostasien enorm. Aufgrund von Unzufriedenheit gegenüber der Regierung sind mehrere opponierende Fraktionen entstanden. Sogar von einigen religiösen Gruppierungen kommt Widerspruch. Sie sind davon überzeugt, dass der Platz der Menschen auf der Erde und nirgendwo anders sei. Sabotageakte und Terroranschläge erschweren das Weltraumprogramm und das geschwächte VFAR-Militär kann seine wichtigsten Forschungs- und Produktionseinrichtungen nur mit Mühe schützen. Angesichts der Gefahr des totalen Zusammenbruchs in der Südostprovinz gehen der VFAR die Optionen zur Stabilisierung ihrer Wirtschaft und zur Milderung des politischen Klimas aus. Unsere Ziele: Sichern Sie die Ressourcen in Form von 60 Truppen aus Taiwan. Sichern Sie die Ressourcen in Form von 5000 Einheiten Gold und 5000 Einheiten Eisen aus Russland. Sichern Sie die Ressourcen in Form einer neuen Technologie aus Japan. Mindestens eine Universität muss überleben. Ich finde es gut, dass Soldaten als Ressourcen betitelt werden. Okay, dann gucken wir mal auf die Karte. Wir sind vermutlich das da und das da. Und keine Ahnung. Die anderen sind irgendwelche anderen. Tipps. Nahrung ist unsere Haupthandelsware. Wurde nicht eben gesagt, dass wir uns nicht mehr selber ernähren können? Naja. Ernten Sie Reis von den Feldern und bringen Sie ihn auf den Markt, um mit Ihren Nachbarn zu handeln. Denken Sie beim Austausch von Nahrungsmitteln gegen Truppen daran, dass Truppen erst dann in Ihr Eigentum übergehen, wenn Sie eine Ihrer Städte erreichen. Begleiten Sie Konvois oder patrouillieren Sie auf Handelsrouten, um Ressourcenlieferungen vor Rebellenangriffen zu schützen. Gut, und dann geht's in Game weiter. Und da ist schon wieder ein Buddha. Und mal wieder regnet es. Irgendwie regnet es immer. Vereinigte Föderation der Asiatischen Republiken, Südostprovinz. Die politische Landschaft ist durch die immer stärker werdende öffentliche Forderung nach Demokratisierung zu einem Minenfeld geworden. Die Aktivitäten der Rebellen nehmen unvorhergesehene Ausmaße an. Schwere Anschläge auf die industrielle Infrastruktur bringen die Provinz an den Rand des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Bericht. Im Norden hat es heftige Kämpfe mit Rebellen gegeben. Während sie sich mit unseren Truppen Feuergefechte lieferten, ist eine kleine Rebellengruppe in die Erzraffinerie eingedrungen und hat sie sabotiert. Die Anlage wurde vollkommen zerstört. Verdammt, ohne diese Raffinerie verfügen wir nicht mehr über eine Binnenversorgung mit Rohstoffen. Ich muss sofort mit unseren Diplomaten sprechen. Wenn die nicht schnellstens irgendwelche Handelsvereinbarungen schmieden, wird unser gesamter Militärkomplex zum Erliegen kommen. Und dann sind wir den Rebellen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Tja. Okay, Bauen Sie Diplomaten auf und eröffnen Sie Verhandlungen mit Ihren Nachbarn. Die Provinz muss zwecks Gold und Eisen verhandeln. Militärische und technologische Unterstützung sind zur Stabilisierung der Region ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Kann ich Ihnen helfen? Okay, und wir sollen Nahrung abbauen. Wir haben hier jede Menge Reis. Die einzige Ressource, die wir in Hülle und Fülle haben, sind Nahrungsmittel. Ernten Sie Reis von den Feldern und bringen Sie ihn auf den Markt, um mit unseren Nachbarn zu handeln. Wir sind bereit, die Verhandlungen mit unseren Nachbarn zu eröffnen. Schicken Sie uns in die Hauptstädte Ihrer Länder und wünschen Sie uns Glück. Okay, Moment. Burger kann ich doch auch... Ja, Burger kann ich bauen. Soll ich die dann jetzt alle hier für Reisernte einsetzen? Ach Mist, die verteilen sich nicht selber auf die Felder. Das ist ja doof. Okay, hier du dahin. So, mehr... Doch, da sind noch untätige Bürger. Gut, erschaffen Sie Diplomaten und schicken Sie sie zur Verhandlung in die fremden Städte. So, wo habe ich jetzt hier? Habe ich welche gebaut? Dann einer dahin. Einer dahin und einer dahin.
Okay. Also Holz könnte ich notfalls abbauen, aber Gold und Eisen kriegen wir scheinbar nicht, genauso wie Stein. Tja, dann muss ich die mal eben hier auf die Felder verteilen. Dass die mal hier irgendwo... Okay. Was hat denn so ein Reisfeld hier? 2500? Okay, ja, dann haben wir jede Menge Nahrung. Gut. Okay, Truppen haben wir ein paar rumstehen. Ich könnte auch welche bauen, aber... Ups, das war mein Stuhl. Ja, ich lasse das erstmal wegen, ja, Ressourcenknappheit. Erstmal im Abwarten, was wir noch an Anweisungen bekommen. Wir leiden zurzeit unter einer ernsten Nahrungsmittelknappheit. Daher bin ich von meiner Regierung bevollmächtigt worden, eine Handelsvereinbarung abzuschließen. Im Austausch für Nahrungsmittel werden wir Ihnen Truppen senden. Schicken Sie einfach einen Lastwagen zu einem unserer Silos und die Nahrungsmittel werden geliefert. Nach erhaltener Lieferung werden Truppen aus unserem Lager abkommandiert und mit Marschbefehlen zu einer ihrer Städte ausgestattet. Ich bin davon überzeugt, dass sich unsere Beziehung für beide Seiten als äußerst vorteilhaft erweisen wird. Okay. Schicken Sie Lastwagen zu den Silos in Taiwan, um im Austausch gegen Nahrungstruppen zu erhalten. Von Ihren Nahrungsmittelvorräten werden automatisch 2000 Einheiten. Okay, wir haben 3000, dann kann ich das schon mal machen. Ein LKW. Ich habe doch irgendwo LKWs rumstehen sehen. Da. Okay. Schicke ich den da mal hin. Willkommen, Genosse. Ich war hoch erfreut, von Ihrem Angebot zu hören. Mein Land ist am Austausch von Rohstoffen interessiert. Allerdings haben wir keinen Bedarf an Lebensmitteln. Stattdessen würden wir gerne Rohstoffe gegen ausgebildete Militärtruppen tauschen. Wir werden jeweils 10 Truppeneinheiten, die zu unserer Festung senden, liefern wir ihnen Eisen und Gold. Das ist doch überaus großzügig, nicht wahr? Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Herzlich willkommen, Botschafter. Ihr Angebot ist äußerst freundlich. Ich fürchte aber, dass unsere Nahrungsmittelversorgung derzeit mehr als ausreichend ist. Allerdings haben wir Bedarf an Eisen, denn die einzige Rohstoffquelle liegt auf russischem Territorium. Zurzeit befinden wir uns mit Russland in einer diplomatischen Sackgasse. Die Russen weigern sich, mit uns zu handeln. Da Ihre Nation aber in der Lage ist, Eisen von Ihnen zu erhalten, denke ich, dass wir zu einer Vereinbarung gelangen können. Schicken Sie Lastwagen mit Eisen aus Ihren Vorräten zu uns. Im Austausch dafür werden wir Ihnen technische Unterstützung bei den Forschungsarbeiten für den Weltraum bieten. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft. Wir haben Ihre Nahrungsmittellieferung erhalten. Und wir haben Truppen abgeordnet, die Ihrem Befehl unterstehen, sobald Sie in einer Ihrer Städte ankommen. Okay, jetzt muss ich gleich mal eben gucken, was die denn genau für Mengen haben wollen. Und jetzt muss ich mal eben sehen, dass ich hier erstmal die Rebellen loswerde. Nein, Artillerie. So, immer schön ausweichen. Nein, Helikopter. Was? Und jetzt beschießen die schon meine Truppen, bevor die überhaupt mir gehören? Das ist ja mies. So, wo ist der Helikopter? Helikopter da. So, jetzt muss ich mal gucken. Schicken Sie im Austausch gegen Gold und Eisen Sturmsoldaten nach Russland. Für je 10 kriegen Sie 1000 Einheiten Eisen und Gold. Unterstützung, Forschung, bla, nach Japan, Eisen für 1000. Okay. Wir werden angegriffen. Sturmsoldaten, dann müssen die... Sind das auch Sturmsoldaten? Ne, das sind Wachposten. Schade. Och man, ich habe so viel... überall... einzelne Gebäude rumstehen, die ich irgendwie verteidigen muss. So, und hier sind schon wieder Arbeitslose. Komm, geht mal irgendwo hier an irgendwelche Felder ran. Okay, wir haben wieder 3000 Dingens, Kram.
Stand hier nicht noch irgendwo ein LKW? Nee. LKW, LKW. Kein LKW, ich kann aber LKW, ja, ich kann welche bauen. Was kosten die? Mist, die kosten auch wieder Eisen. Naja, baue ich mal ein 2, dann hier ein weiterer LKW nach Dingens. Taiwan war das, glaube ich. Und dann. Was? Achso, die wollten. Ja, Japan wollte Eisen haben. Dann kann ich hier schon mal einen LKW mit Eisen hinschicken. So, ich hoffe, die werden jetzt auch nicht irgendwie unterwegs beschossen. Das wäre ziemlich ungeil. Der wird beschossen, aber nur von Mörsern. Das ist egal, die treffen den eh nicht. So, ich... Ja, ich schicke schon mal den nächsten los. Bis der da ist, habe ich weitere 2000 zusammen. Okay, Sturmsoldaten. Mal eben gucken, das sind 6, 7, 8, 9, 10. Und das sind nur noch 9, ja, einer davon. Ach, shit. Wir werden angegriffen. Einer davon wurde gekillt. Ach, hier ist auch noch ein LKW, das ist gut. Ich denke mal, dann kann ich den. Ach nee, Moment, erst müssen die Soldaten nach. Wir werden angegriffen. Nach Russland, bevor ich da. Wir haben eine Eisenlieferung erhalten. Noch 4 weitere Lieferungen. Ja, er schafft das, der kommt da durch. 4 weitere Lieferungen wollen die haben. Wir werden angegriffen. So, Soldaten. Für die zusätzlichen Truppen, Genosse. Zum Austausch dafür haben wir Ihnen Gold und Eisen geliefert. Okay, Gold und Eisen, das heißt, eine weitere Lieferung kann auf nach Japan. Ich glaube, der LKW. Nee, LKW ist noch da. Truppen sind in einer ihrer Städte angekommen und erwarten ihre Befehle. Was? Wo? Oh, ah, okay. Ja, Hilfe.